ihr Lieben. In meinem heutigen Video geht es ums Thema Trim und alles, was damit zu tun hat. Ich werde euch erläutern, warum das Trim so wichtig ist, welche Rassen geeignet sind zum Trim und unbedingt getrimmt werden sollten, welche Materialien und Werkzeuge es dafür gibt und wie man sie am besten einsetzt. Trim bedeutet nichts anderes als die toten Haare bei einem Hund herauszupfen, entweder mit den Fingern oder auch mit Materialien. Und das ist so wichtig, damit die neuen Haare richtig nachwachsen können. Bei welchen Hunden wird getrimmt? Es gibt die Rauhaarhunde, das sind unter anderem Terrier wie der Westside Terrier, das sind Hunde wie zum Beispiel der Jack Russell Terrier, der Parson Russell Terrier. Und das sind Hunde, die einfach mit dieser gewissen Haarsubstanz getrimmt werden müssen. Ja, wir haben unterschiedliche Materialien, die ich euch da gleich noch vorstelle und erläutern möchte, wie man die einsetzt. Vorher aber möchte ich euch erstmal zeigen, warum es so wichtig ist, überhaupt zu trimmen und nicht das Fell einfach abzuschneiden oder zu scheren, wie es einige machen. Denn dadurch ändert sich die komplette Struktur des Felles und das ist nicht gut für den Hund. Also, schauen wir mal, wie es aussieht. Wir können ja einmal sehr schön das Deckhaar in der Darstellung sehen und einmal die Unterwolle oder und das Unterfell. Das Grannenhaar, also das Deckhaar, ist dazu da, um vor Kälte und Hitze zu schützen. Es schützt für Nässe und vor Verletzungen. Das Deckhaar ist farbig, ist viel härter als das Wollhaar und sehr auch viel dicker. Es trägt zum Erscheinungsbild bei und auch zur Kommunikation der Tiere untereinander. Die Unterwolle dient letztendlich zur Isolierung und zum Temperaturausgleich. Es ist viel dünner, zarter, weicher und kommt sehr zahlreich vor. Auf die Unterwolle gehe ich in einem gesonderten Video nochmal einzeln ein. An dieser Stelle möchte ich mir das Deckhaar mehr vornehmen. Es gibt halt bei den Hunden, die getrimmt werden, das Stockhaar, das Rauhaar oder auch Drahthaar. Und das ist halt wichtig, dass das rausgezupft wird. Es kann mehrere Zentimeter lang sein, bis zu 10 cm sogar. Das kommt halt auf die Hunderasse drauf an und wie oft es getrimmt wurde. Wenn es nicht rausgetrimmt wird, dann wächst es halt bis zu einem bestimmten weiter, beziehungsweise dann kann es halt den Follikel nicht verlassen und das neue Haar kann nicht einwandfrei wachsen und ein gesundes Haarkleid sich bilden. Dementsprechend kommt es dann zu Juckreiz, zu entzündeten Stellen sogar und der Hund fängt sich an zu kratzen und keiner weiß genau, warum kratzt er sich. Man denkt, er hat Untermieter, hat er aber nicht, es liegt einfach am Haarkleid. Was kommt zum Trim zum Einsatz? Jedenfalls bei mir. Die drei wichtigsten Sachen will ich jetzt an dieser Stelle mal vorstellen. Das wäre zum einen das Trimmesser. Das gibt es in unterschiedlichen Variationen. Das gibt es in fein, das gibt es in grob. Das ist jetzt eine etwas gröbere Variante. Wichtig ist, dass man es nicht abschneidet, sondern wirklich rauszupft. Man bedient sich dementsprechend dem Daumen, hält das Messer so, spannt am besten gleichzeitig das Fell des Hundes und zupft das Fell schön raus. Vorteilhaft, man kriegt damit also wirklich dann auch mehrere Haare gleichzeitig raus. Was gibt es noch? Die Hände. Was mit Werkzeugen geht, geht mit Händen genauso gut. Das ist dasselbe Prinzip, man stellt sich wieder hin, spannt und zupft. Einmal hier, einmal da. Es gibt auch Aufsätze für die Finger, die nochmal dazu dienen, dass es besser nochmal rausgezupft werden kann. Benutze ich jetzt persönlich nicht. Aber es bleibt von Hundefriseur zu Hundefriseur eben selber überlassen. Und dann wird das halt auch dementsprechend so rausgezupft. Wichtig ist, finde ich immer, dass man das nicht an einer Stelle macht, sondern dass man immer wieder von oben nach unten zupft, dass es für den Hund auch so angenehm wie möglich ist. Das wirkt dann auch gleichzeitig ein bisschen durchblutungsfördernd und massierend. Und die meisten Hunde finden das wirklich sehr angenehm. Ja, hat ein Hund lange schon keinen Hundefriseur mehr gesehen oder der Besitzer ist lange schon nicht mehr dazu gekommen, ihn wirklich mal durchzukämmen, zu pflegen, kommt öfters bei mir das Ding zum Einsatz. Da scheiden sich die Geister. Ich benutze es wirklich sehr, sehr gerne mal, wenn Unterwolle vorhanden ist, die sehr, sehr verknotet ist, die sehr verfilzt ist, bevor ich es wirklich abschere. Und so einen Arbeitsgang mache, der eigentlich nicht sein müsste, versuche ich es erstmal mit dem Gerät. Das nennt sich Coutking. Das ist ein Material oder ein Werkzeug, was hier Klingen drin hat, was gleichzeitig das Fell raus
nicht nur kämmt, sondern auch gleichzeitig kürzt. Ja, es schneidet. Und deswegen muss man mit dem Ding sehr, sehr vorsichtig umgehen, dass man nicht zu viel rausholt. Denn wenn man zu viel rausholt, kann man sich vorstellen, was passiert. Der Schutz ist ebenfalls nicht mehr vorhanden. Und dann haben wir genau das, was wir nicht wollen. Ein unintaktes Fell. Ist an sich ein ganz tolles Spielzeug, mit dem man viel Gutes, aber auch viel Schlechtes anfangen kann. Das heißt, wenn ihr sowas benutzen wollt, lasst es euch auf jeden Fall zeigen und auch lasst euch erklären, wie es funktioniert und ob es für euren Hund überhaupt in Frage kommt. So, was haben wir noch? Das hier, dieses kleine schwarze Etwas, ist ein Bimsstein. Stinknormaler Bimsstein. Viele benutzen den wahrscheinlich, um Hornhaut zu entfernen oder vielleicht auch in der Werkzeugkiste. Ich benutze ihn auch gerne mal, um das Fell rauszuholen. Das ist das gleiche Prinzip. Man kann dafür die Ecken nehmen, man kann aber auch die geraden Seiten nehmen, wobei die Ecken natürlich mehr rausholen. Es wird wieder gespannt und dann geht man über das Fell rüber, von oben nach unten und hat dann so mehr Fell auf einmal in der Hand. Ich benutze es nicht am Anfang. Am Anfang mache ich es auf jeden Fall ganz auf die klassische Art und Weise mit den Händen oder dem Trimmmesser. Aber gerade zum Schluss, wenn wirklich noch ein paar Haare da drin sind, die mich stören oder wo ich denke, das ist mir noch nicht ordentlich genug, dann benutze ich den Stein sehr, sehr gerne. Denn der holt wirklich nochmal das Allergröbste mit raus, was da nicht hingehört, was man so vielleicht nicht mitbekommen hat. Und es gibt nochmal einen schönen Glanz hinzu. Es wirkt also gleichzeitig, ich sage jetzt mal, polierend. Ist aber eine nette Sache. Kostet nicht viel Geld und kann man sich sehr gut, wenn man einen Hund hat, der getrimmt werden muss, für zwischendurch mal anschaffen. Aber auch hier gilt, wie bei jedem anderen Werkzeugen auch, erklären lassen, bevor man sich das Ding anschafft. Und dann kann man den sehr gerne zwischendurch mal benutzen. Ja, das sind die drei Hauptwerkzeuge. Es gibt natürlich noch einige andere, aber das sind die drei Hauptwerkzeuge, die ich zum Trimmen benutze und die bei mir regelmäßig im Einsatz sind. Der Hund, der hier so entspannt liegt, ist ein Irish Terrier. Bei dem bin ich gerade dabei, die Haare auszuzupfen. Normalerweise sieht das bei mir ein bisschen anders aus, da ich aber mit der einen Hand die Kamera halte, um dann näher ran zu zoomen, sieht das ein bisschen anders aus als gedacht. Normalerweise fixiere ich mit der linken Hand das Fell und die Haut, damit das nicht so zieht, und mit der rechten Hand zupfe ich. Der kleine Mann hier ist sehr entspannt, der kennt das auch nicht anders und macht das wunderbar mit. Und man sieht auch gleich, wie sehr schön die Haare rausgehen. Oft ist es so, dass das Haarkleid sich dann unterscheidet von der Fellfarbe. Das Haar, was halt raus muss, sieht anders aus als das Haarkleid, was wieder rauskommt. Es ist alles nicht mehr so struppig, es ist dann glatter und lässt sich auch viel schöner anfassen. Und so soll das dann dementsprechend zum Ende auch sein. Man zupft wirklich nur das raus, was raus muss. Und die anderen Haare, die nicht rauskommen, die lässt man halt drinnen. Wieso sollte man nicht scheren? Ich erkläre das jetzt nochmal anhand von dieser Darstellung. Wenn man jetzt das Deckhaar nur abschneidet, an einer bestimmten Länge, kann es nicht aus dem Follikel entweichen. Das heißt, es bleibt ja im Follikel stecken. Das heißt, das Problem ist nicht gelöst. Und dann fängt es an, dass irgendwann der Hund sich anfängt zu kratzen, weil das Haar, was nicht nachwachsen kann und das Haar, was halt noch feststeckt, was ja totes Haar ist, sich im Wege sind. Juckreiz entsteht, rote Stellen entstehen und man wundert sich, warum der Hund sich die ganze Zeit juckt und kratzt. Und man kommt auf die Idee, vielleicht sind da ja irgendwelche Tiere im Spiel, wie Milben oder Läuse. Nein, in manchen Fällen ist es dann wirklich so, dass der Hund einfach, statt vernünftig getrimmt zu werden, geschoren wurde. Und das sollte man vermeiden. Ebenso verändert sich die Haarstruktur, das Raue und das Drahtige, was einen getrimmten Hund ausmacht, das ist dann verloren. Das Haar wird halt weicher, es lässt sich irgendwann nicht mehr rauszupfen und man muss es dann wieder dementsprechend in Ordnung bringen. Das lässt sich auch wieder in Ordnung bringen, das heißt, nicht jeder Hund, der geschoren wurde, behält diese Struktur. Es dauert halt eine Zeit lang, bis man den Hund dann wieder trimmen kann und bis das Fell sich wieder so anfühlt, wie es sein sollte. Aber es lässt sich natürlich wieder in Ordnung bringen. Zu guter Letzt sei einfach nochmal gesagt, dass es wirklich besser ist, einen Hund, der getrimmt werden sollte, auch zu trimmen. Das ist einfach auch von der Rasse schon so vorgegeben. Das heißt, wenn man einen Jack Russell hat, einen Parsel Russell Terrier hat, wenn man einen Schnauzer hat, was auch immer, die sollten einfach getrimmt werden.
sucht euch einen guten Hundefriseur, der wird euch dementsprechend beraten, der wird euch Tipps geben und erklären, wie es funktioniert. Und dann habt ihr einen zufriedenen Hund. Und das ist, denke ich, das Wichtigste, einen zufriedenen Hund zu haben, der ein gesundes Fell hat, weil da habt ihr einfach am längsten Spaß dran. So, ich möchte an dieser Stelle zu Ende kommen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Da geht es um das Thema Scheren. Da werde ich also ein Video zu machen, warum man schert, wie viel man scheren sollte und welche Hunde überhaupt geschoren werden. Wenn ihr noch Fragen habt, bitte melden. Ich antworte gerne auf alle Fragen. Und ja, wie gesagt, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Bis dahin.